Seit Wochen schon zieren die Porträts der drei Oberbürgermeisterkandidaten die Straßenränder der Spitzenstadt. Das Lachen ist ihnen auch nach mehreren Podiumsdiskussionen nicht vergangen, wo sie teilweise stundenlang den Bürgern Rede und Antwort stehen mussten. Nun sollte am 15. Juni die Entscheidung her, aber sie fiel nicht. Keiner der drei Kandidaten erreichte die erforderliche absolute Mehrheit, sprich keiner erhielt mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Zwar gab es am Wahlabend mit Amtsinhaber Ralf Oberdorfer einen Tagessieger, er landete jedoch mit seinen 40% weit unter dem Ergebnis von vor 7 Jahren. Damals gaben ihm mehr als doppelt so viele das Vertrauen. Man kann Wahlergebnisse, die 7 oder gar 14 Jahre zurückliegen, natürlich nicht vergleichen. In der Zeit ist einfach viel geschehen, die Welt ist auch komplexer geworden. Und die Antworten, die man heute geben muss, sind auch nicht mehr so einfach wie noch vor Jahren. Aber natürlich bin ich zufrieden, dass man auch nach der langen Zeit immer noch die meisten Stimmen auf sich in einem ersten Wahlgang vereinen kann. Vor allem in vielen Ortsteilen erhielt das amtierende Stadtoberhaupt weniger Stimmen als Steffen Zenner von der CDU. Gut ein Drittel der wenigen Plauner, die an die Wahlurne gingen, wählten den Krankenkassenbetriebswirt. Er hatte an diesem Abend sein Ziel erreicht, einen zweiten Wahlgang zu erzwingen. Bis dahin will er weiterhin einen ordentlichen Straßenwahlkampf führen, das heißt auf der Straße aktiv sein, aber auch die Themen, die ich habe, noch mal ein bisschen präzisieren. Wirtschaftsförderung muss ein bisschen präzisiert werden und auch Stadtmarketing. Und dann denke ich, wird der ein oder andere Plauner auch erkennen, es ist möglich, Zenner zu wählen und das tut gut für Plauen. Auch der Dritte im Bunde, Uwe Teschner, bewertete das Wahlergebnis als Teilerfolg. Der Kandidat, der von Grüne, Linke und SPD ins Rennen geschickt wurde, wollte wie sein Kontrahent Steffen Zenner einen zweiten Wahlgang erzwingen. Der anvisierte zweite Platz jedoch konnte nicht erreicht werden. Da muss man einfach sagen, 26% reichen nicht aus, um Oberbürgermeister zu werden. Da müssen wir uns morgen mal zusammensetzen und überlegen, ob wir in der Lage sind, das Wählerpotenzial von Bündnis 90 Die Grünen, der SPD und von den Linken auch entsprechend zu aktivieren. Das zu erwarten ist, dass die ca. 43-44% der Kommunalwahl beim nächsten Mal im zweiten Wahlgang reinkommen. Das würde ja dann bedeuten, dass wir durchaus auf Platz 1 stehen können. Einige Tage nach diesem Interview kam Uwe Teschner zu dem Entschluss, beim zweiten Wahlgang nicht mehr anzutreten. Er wollte Oberbürgermeister werden und nicht Zweiter oder Dritter, heißt es in einer Pressemitteilung Teschners. Wohin seine Wählerstimmen wandern, erfahren wir am 6. Juli beim Duell zwischen Ralf Oberdorfer und Steffen Zenner.